wieder zu entstummen. Mir passiert es genau. Oh Mann. Wir bauen gigantische Ketten an einen Tesla. Das könnte interessant sein. Nein! War ein bisschen leichter, so. Wir leihen uns manchmal den Tesla von unserem besten Freund Erik aus. Das ist schon ein ganz nices Auto, aber so ist er für uns echt nicht zu gebrauchen. Deswegen bauen wir den Tesla jetzt heimlich so ein ganz kleines bisschen um. Als erstes wechseln wir auf jeden Fall die Reifen. Alter. Wir machen jetzt zwei von diesen übertrieben gigantischen Ketten an den Tesla. Da wiegt eine einfach 1,3 Tonnen. Wir bauen jetzt ein riesiges Stahlgerüst, was hier in die Mitte kommt. Alter, das ist ja heftig. Einfach bei einem Tesla. Ja, der erzählt ja nur Lügen. Das ist ja krank bei denen. Und irgendwie, ich glaube, dem bleibt sowieso nichts mehr anderes übrig, als Lügen zu dir zu erzählen, den Lord. Wieso? Der muss ja irgendwie sozusagen in YouTube weiter vorankommen und weiter seine Kohle machen. Und ohne Kohle kann er seine Tour nicht weitermachen. Beziehungsweise seine Tour nicht finanzieren. Oh Mann. Die sind immer heftig, ey. Das fette Antriebsrad montieren wir jetzt hier hinten, um die gigantische Kette anzutreiben. Was? Alter, das ist so krank schwer, dieses Ding. Ja, und vor allem auch arbeiten gehen. Aber statt zu arbeiten, macht er lieber sowas. Die Kette geht jetzt hier lang, wo der Stahl im Weg ist, deswegen flexen wir den jetzt raus. Hier oben kommt jetzt die Achse rein, die wir dann hier am Tesla festschrauben. Dafür bauen wir jetzt hier eine Befestigung. Die beiden Ritze hier verbinden wir jetzt mit einer Kette, die man natürlich nicht mit der kleinen Fahrradkette hier schon ein bisschen größer war. Das Problem ist aber halt ja, die Hater zum Beispiel, die wollen ja Drachenlord immer weiter sehen. Die wollen, dass der immer weitermacht, damit auch immer weiter Memes gibt und alles und ihn weiter fertig machen können und alles. Jetzt können endlich hier die fetten Ketten drauf. Ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr krass aussehen, wenn die da jetzt einmal drauf liegen. Krass. Damit das Fahrzeug richtig geländetauglich wird, kommen da jetzt 12 von den krassen Federn und die Räder hier rein. Dafür bauen wir jetzt die Aufnahme. Wird bestimmt ein heftiger Tesla. Panzertruck-Tesla sozusagen, wahrscheinlich.
Die erste Kette ist fertig, die testen wir jetzt. Krass, wie das funktioniert. Wir bauen jetzt schnell die zweite. Alter. Die Ketten sind einfach so. Alter, ja. Die müssen natürlich genauso gleich aussehen, das ist ja klar. Alter. Krass hoch, das wird gar nicht so einfach, den Tesla da reinzuheben. Erik denkt ja, dass wir wirklich seinen Tesla dafür nehmen. Das machen wir natürlich nicht. Wir haben für das Projekt jetzt von Auto Hero einen baugleichen Tesla zur Verfügung gestellt bekommen. Der kommt jetzt gerade an. Was? Als erstes haben wir den Tesla foliert, damit Erik denkt, dass es seiner ist. Wir sind endlich bereit für den großen Moment. Und zwar haben wir diese professionelle Rampe hier gebaut. Da fahren wir jetzt den Tesla drauf und dann kommen die Ketten ran. Das ist ja richtig hoch. Wir haben jetzt locker hier 3 Stunden für gebraucht, um die eine Seite hier dran zu machen, weil es einfach extrem schwierig ist, das an die richtige Position zu bringen und dann da drin die Schrauben festzuschrauben. Deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen anderes System überlegt und wir holen uns jetzt so eine Scherenhebebühne, die wir da drunter machen und dann zeigen wir euch wahrscheinlich morgen, wie es weitergeht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nach 4 Wochen Arbeit ist der Tesla jetzt endlich fertig. Ich finde, der sieht wirklich so krass genial aus. Ich finde es einfach so krass, dass Auto Hero das wirklich mitgemacht hat. Ich zeige euch jetzt mal, was wir noch alles verändert haben. Hier vorne haben wir jetzt eine richtig fette Winde rangebaut, die kann 6 Tonnen ziehen. Ich feiere die Ketten einfach so hart, der wiegt jetzt insgesamt mit den 6 Tonnen. Der Tesla ist jetzt einfach 80 cm über dem Boden. Ich freue mich schon richtig damit, durchs Gelände zu fetzen. Falls ihr das sehen wollt, abonniert diesen Kanal. Jetzt kommt der große Moment, wo Erik den Tesla das erste Mal sehen wird. Wir hatten uns ja Eriks Tesla ausgeliehen. Er weiß nicht, dass wir einen eigenen haben und wird jetzt denken, dass wir seinen umgebaut haben. Ich bin echt mega krass auf seine Reaktion gespannt. Wir haben Erik erzählt, dass wir als kleine Überraschung seinen Tesla foliert haben. Ja. Erik, der Moment! Er kommt jetzt gleich! Wie schlimm ist es? Ich würde sagen, wir stellen dir jetzt das neue Modell vor und ich will gar nicht lang. Die haben schon viel geisteskranke Kacke gemacht, also so geisteskranke, krasse Scheiße gemacht, also gebaut. Danke, sondern bitteschön. Als Erik in den Tesla eingestiegen ist, hat er gemerkt, dass es nicht seiner ist. Hey, wo habt ihr den Tesla her? Guck mal oben auf das Auto drauf. Nett, danke. Auto Hero, danke. Endlich ist es soweit, der Offroad-Tesla ist fertig. Wir können es kaum abwarten, ihn das erste Mal im Gelände zu testen. Wir haben auch noch einen Platz frei. Elon, meld dich, wenn du auch dabei sein willst. Was denn eigentlich aufgeben? Hm? Ich schnapp sie alle? Aha.
Troll. Hat mir gefallen.